Hallo Freunde und willkommen in diesem Video nur ganz, ganz kurz. Und zwar will ich euch ein Tool zeigen, der nicht nur kostenlos und portabel ist, kann also direkt gestartet werden, da muss nichts installiert werden, sondern auch sehr praktisch, finde ich zumindest und hoffe ihr auch. Und genau, das Tool heißt Extended God Mode und basiert, wie der Name schon sagt, auf das gute alte God-Mode, sogenannte God-Mode. Es ist also im Prinzip nichts anderes als eine Ansammlung von Links bzw. ja, Shortcuts zu ziemlich allen möglichen Windows-Einstellungen, auf der wir eben mit einem einzigen Klick zugreifen können, beziehungsweise auf eine sehr übersichtliche Übersicht hier. Ja, da öffnet sich der Dateimanager und hier haben wir eben die Möglichkeit, super schnell ja, Einstellungen zu finden und darauf zuzugreifen. Das ist jetzt das normale sozusagen God-Mode, wie man das einrichtet. Da habe ich auch schon ein Video drüber gemacht, ist schon ein bisschen her vielleicht. Geht aber auch ziemlich ratzfratz. Genau, nun gibt es aber die Extended-Version von den God-Mode sozusagen. Und zwar hat das Tool zum einen eine Interface bekommen, also eine richtige Benutzeroberfläche eben. Und zum anderen wurde dann noch etwas ergänzt, ja, wie zum Beispiel Admin-Tools und eine coole Suche hier. Wir haben hier die Möglichkeit, unsere Suchvorgänge auch zu speichern oder wir können auch ja, einige Gruppen erstellen von Elementen und so weiter. Beispielsweise suchen wir meinetwegen nach Mauseinstellungen. Zack, einfach hier Maus eingeben. Hier haben wir die, ja, alle möglichen Mauseinstellungen eben. Hier haben wir nun die Möglichkeit, uns die Suche zu speichern. Ja, wenn wir bestimmte Einstellungen vielleicht öfters ändern oder ja, benutzen eben, einfach auf Suche speichern hier klicken. Und nun haben wir hier Maus, Gruppe Maus, 12 Elemente, zack, einfach draufklicken und schon haben wir super schnell unsere Einstellungen, hier Sound, Einstellungen, das habe ich mir alles erstellt quasi, diese Gruppen hier. Ja, ist wirklich super praktisch. Hier haben wir nochmal zuletzt aufgerufen, ja, die letzten Einstellungen, die wir uns aufgerufen haben, dann die meist aufgerufenen hier. Hier können wir uns Favoriten erstellen und verwalten. Ja, zack, rechte Maustaste zu Favoriten hinzufügen. Und schon haben wir das hier. Ja, wenn wir oft das brauchen, eine bestimmte Einstellung vielleicht oder mehrere. Hier können wir nochmal den Design hier von der Interface ändern, wie es uns passt. Dunkel, hell, Schriftart. Was ist das jetzt die Ansicht? Ich lasse das jetzt mal so. Dann, ja, die Gitterlinien hier. Das ist jetzt eben Geschmackssache. Da können wir uns ja alles schön anpassen hier. Dann haben wir hier nochmal sonstiges Werkzeuge. Hier noch ein paar Tools, die wir uns herunterladen können. Wenn wir wollen, dann haben wir hier Admin Tools, ja, genau, also schön übersichtlich, da können wir direkt super schnell darauf zugreifen, müssen wir nicht lange suchen. Hier nochmal die Systemsteuerung, hier voll cool. Auswahl zwischen, okay, kopieren. Hier haben wir nochmal den klassischen, also das war das hier, was ich vorhin geöffnet habe, das wollen wir jetzt aber nicht mehr haben, weil der hier voll cooler ist. Zurücksetzen, speichern, neu starten und so weiter. Hier haben wir nochmal die User Config. Genau, ja, also hier sind noch die Sprachen, das Deutsch, German, German. Okay. Und hier nochmal ein paar Infos, Version und so weiter. Also ich fand das Tool ziemlich praktisch, wie gesagt, und dachte, das kann den einem oder anderen unter euch auf jeden Fall auch das Leben erleichtern. Ich hoffe nun, ich konnte euch irgendwie weiterhelfen. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen.
Das ist jetzt auch schon alles, was ich euch schnell zeigen wollte. Abonnieren und liken nicht vergessen, falls ihr das noch nicht getan habt. Ich freue mich auf jeden Fall. Und ja, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.